Hallo da draußen, Leute. Da bin ich mal wieder, eine weitere Folge Batman Arkham Knight. Ja, ich habe ein bisschen Pause gemacht mit den Aufnahmen. Dass Batman und der Arkham Knight sich gegenüberstehen. Genau, weil die immer dazwischen quatschen. Und es auch wirklich nicht so einfach war, die richtige Einstellung zu finden zur Aufnahme. Ich spiele jetzt gerade in 2K mit absolut genialen, flüssigen 60 Frames. Also ich hoffe, ihr seht das ja, wie geschmeidig das hier alles läuft gerade. Ich bin wirklich immer genau bei 60 Frames, vielleicht gerade mal 59. Ich nehme wieder mit Shadowplay auf. Hat sich einfach gezeigt, dass das die beste Methode ist. Eine Art psychologisches Experiment ist und wir nichts als Schachfiguren in einem kranken Spiel? Nein? Ich muss halt wirklich sagen, so habe ich mir das vorgestellt, ganz am Anfang, wo ich das Spiel gespielt habe. So wollte ich das haben. Wie gesagt, zieht's euch rein. Es ist ein Traum. Endlich mal wirklich die Framerate, die ich haben wollte. Und das noch bei diesen brachialen Auflösungen, ja. Also muss ich mal wirklich sagen, bei 4K hatte ich das Problem, dass ich locker 20 Frames pro Sekunde verloren habe. Und das wollte ich einfach nicht. Hier läuft es einfach stabil bei 60. Besser kann ich mir das gar nicht vorstellen. Beste Beispiel. Was zur Hölle war das denn gerade? Da wollte jemand an meinem Auto naschen oder was? Ja, dieses Gameplay, Batman Arkham Knight, habe ich ein paar Kommentare bekommen, der Ralf spielt es viel zu selten und unregelmäßig und ich werde es nicht zu Ende spielen. Doch, das werde ich, aber nur bei gegebenem Anlass. Das Spiel soll mir Spaß machen, euch beim Zuschauen auch, und es bringt überhaupt nichts, meiner Meinung nach, hier einfach die Folgen rauszuklatschen wie ein Verrückter. Deswegen, willkommen zurück bei dieser Folge. Die nächste Folge kommt wahrscheinlich erst wieder in ein paar Tagen. Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass du meine Herausforderung in Chinatown bisher verschmäht hast. Ja. Beeil dich, Detektiv. Ich würde nur äußerst ungern kampflos gewinnen. Alles klar, Mann. Der Riddler hat mich herausgefordert. Dann gucken wir mal, wo wollen wir denn da hin? Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden hier. Das ist Chinatown? Nee, ne? Da oben ist richtig viel. Jetzt sagen wir, fahren einfach mal hier in den Norden nach Black Island. Schauen wir uns mal, was das hier ist. Und hoffen, dass es so bleibt. Das ist einfach geil, oder? Also, ich weiß nicht. Ich finde es super. Jetzt gehen die Frames ein bisschen in den Keller. Wir sind gerade bei 40, 42, 45. Aber absolut noch tragbar. Was wollt ihr von mir? Sonst alles gut bei euch, ja? Unglaublich, ey. Muss ich erstmal wieder ins Auto gewöhnen hier. Können wir mal gucken, wie er sich die Donuts machen. Ja, auch hier die Frames. Ich bin jetzt bei 32, 34. Man merkt, dass der Schatten sei schon der Rauch hier sein Tribut fordert, aber alles noch absolut erträglich. Ich habe auch die Lautstärke des Sounds in-game komplett runtergefahren. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir dachte, es soll nicht so laut sein hier. So, dann schauen wir mal. Wo müssen wir denn hin? Das Ziel ist unter mir. Ein zerstörbares Objekt. Also die Katze geschnappt. Das wird er sicher noch bereuen. So. Erstmal wieder hier Ausrüstung, alles klar. Na, das muss doch eigentlich klappen, oder nicht? War das nicht Y? Ne, da schieße ich nicht hin. Komisch. Tja, runterklettern will ich nicht. Details, zerstörbares Objekt. Alles klar, womit kann ich es nochmal zerstören, Leute? Nicht mit dem Hackgerät, nicht mit der Rauchbombe. Der Unterbrecher. Und Battering drauf. Jo, das hat mal richtig gut funktioniert. Ach Gott, ich brauchte die Seilwinde vom Auto, oder? Wer zur Hölle hat Ivy und ihre verfluchten Pflanzen auf die Party eingeladen? Wo ist die Karre, wenn man sie braucht? Es ist Batman! Wo kommt die Karre? Wo ist die Karre? Mein Auto? Dieser nervige
Nightwing ist in der Stadt. Ey, dieses Auto ist schon... Ich komm schon kurz zum Gas drauf, ey. Komm hier rein mit dir, Batman. So. Wie schieße ich da jetzt hoch? So anscheinend nicht. Ich muss da mit meinem Hook dran, oder nicht? Geht es so nicht? Nee, anscheinend nicht. So, das sind die Missionen gewesen, die brauche ich nicht. Alfred, ich bin auf dem Weg zu den Filmstudios. Bereite die Analyse des Stützpunktes des Arkham Knight auf Founders Island vor. Es wird Zeit, in die Offensive zu gehen. Sehr wohl, die Höhle des Löwen erwartet Sie. Das stimmt doch gar nicht, wollte ich doch gar nicht, Alfred. Hör auf, so einen Scheiß zu labern hier, Batman, ey. Was machen wir denn? Riddlers Rache. Was auch immer der Riddler unter Chinatown errichtet, das wird mich nicht aufhalten. Boah, Scheiße! Es ist Batman! Bring uns hier raus! Die Kavallerie ist da! Er ist an uns dran! Ich kann ihm nicht entkommen! Ich schieb den Typ in die halbe Stadt, ey. Schade, aber ich dachte, ich krieg den. Dass die Karre auch so langsam sein muss hier. Mit dem Penner habe ich noch eine Rechnung offen. Was mit mir? Ich schicke dich in einem Leichensack zurück nach Bloodhaven. Ziel auswählen. Die Fledermaus! Sehr geil. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Wie die mal alle abgehen hier, ne? Die mögen Batman überhaupt nicht. Was ist los mit euch? Aber ich muss wirklich sagen, ich bin gerade wieder mal ein bisschen geflasht von der Art und Weise, wie sich das Spiel spielt. Und ich muss auch wirklich sagen, dass es ja wirklich gut ankommt, gerade bei mir das Spiel, ne? Ganz besonders bei solchen Features. Ja. So, ihr Gangster da drüben, was los mit euch? Weg hier, sonst kriegt er uns! Ah ja, jetzt kriegst du ganz. Ah, schön gepaart, würde ich sagen, ne? Naja, das lasse ich mal unkommentiert. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt an dem Gameplay auch so viel Spaß wie ich. Ich denke, das Spiel lohnt sich extrem. Wenn ihr jetzt nicht so einen Hardcore-PC habt, holt es euch auf der PS4 oder auf der Xbox One, wenn es überhaupt gibt. Es sieht einfach nur geil aus. Es sieht einfach nur richtig fresh aus. Ey. Bei dem selbst du das Prinzip solltest erahnen können. Du musst diese Fläche mit Strom versorgen. Detektiv. So. Mit Strom versorgen. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Distanzhackgerät brauche ich wahrscheinlich nicht. Also geht zumindest nichts, glaube ich. Nee. Ah, da oben. Okay.
Ah, nein, nicht einsteigen. Oh, verdammt. Sorry, falsche Taste gedrückt, Leute. Sorry. So, mit Strom versorgen. Das kann wahrscheinlich nicht so einfach sein, dass wir da hingehen, das benutzt. Und weil es das Distanzhackgerät, wäre jetzt auch ein bisschen bescheuert, wenn ich das so nah benutzen müsste. Herzlich, Spackman. In Verlegenheit? Völlig ratlos? So geht es mir, wenn ich bedenke, wie lange es gedauert hat, dich zu besiegen. Okay, da sind noch Pfeile am Boden. Eine sehr geile Zeichnung von irgendwas an der Wand. Piep, piep, piep. Okay, alles klar. In, out. Oh, weh, Bretter. Dunkler Ritter, du hast nicht die entfernteste Chance, das zu lösen. So viel gekrickelt, ey. Wagen hoch und runter. Jetzt sage ich, ich muss ein Auto hier draufstellen. Kann es sein? Okay, jetzt kriege ich hier erstmal ein Auto. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwie diese Rampe da runterbringen. Ich weiß nur wie. Holy shit. Okay, ich verstehe. So, ist alles so verstehe. Und es geht nicht weiter hoch, weil... Genau. Wie soll ich denn da drüber? Ich verstehe eben nicht, wie ich da drüber kommen soll, dass ich das hier nicht mehr zurückschiebt. Ich meine, ich kann das mit meinem Haken auch nicht irgendwie festhalten. Springen kann ich mit dem Bettmobil auch nicht seit neuestem, oder? Ich kann das Bettmobil ja auch nicht einfach stehen lassen. Freaky, freaky shit hier, Mann, Leute. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass Batman alleine reicht, um das zu fahren. Aber so scheint es wohl, ja. Es reicht Batman. Okay, jetzt wird es super interessant. Ich glaube, hier muss ich drüber springen. Nicht nur ein Intelligenztest, dunkler Ritter. Ich teste auch noch dein Geschick. Genau, ich merk's. Okay, Gas geben. Nice. Gut gemacht. Yay. Deine wahre Berufung als drittklassiger Zirkus-Stuntman zeigt sich jeden Tag deutlicher. Wuhu, Leute. Ein weiteres Riddle. Glückwunsch, dunkler Ritter. Du hast dir das Recht erkämpft, mein nächstes Rätsel zu spielen. Geh rüber zur Tafel.
Also. Auf der einen Seite, wo die drei Stück sind, rechts außen. Wie schön. Es ist wieder Zeit, explodiert mein Kopf zu spielen. Ja. Heute mal wieder nicht. Catwoman, tut mir leid. Hoffentlich hast du recht, Batman. Kopf noch dran? Schön. Halskrause noch dran? Nicht so schön. Herzlichen Glückwunsch! Du hast den winzigen Sieg errungen, nicht so dumm zu sein, wie du aussiehst. Danke, sehr nett, Ritter. Nun, Catwoman, feiere dein Überleben, indem du Batman über die neuesten Entwicklungen im Waisenhaus unterrichtest. Nein, mach du es. Los jetzt. Ich mag Catwoman. Oh Gott, die Sonne. Oh, Batman, da ist eine große, mysteriöse, grüne Tür. Ja, genau. Kommt zurück zum Waisenhaus, Batman, dann lasse ich euch beide durch. Ach Gott, ey. Komm, Tür öffnen. Katsching. Catwoman, diese Nacht dreht sich nicht um dich. Warte auf Batman. Okay. Peitsche, Katsching. Naja, dann eben nicht. Schön war's, Riddler, danke. Oh Gott, ich muss wieder aufzufahren. Ja. Gut gemacht, dunkler Ritter. Danke dir. Ich hoffe, du fängst an, die Tragweite der vor dir liegenden Aufgaben zu begreifen. Die schiere Gewaltigkeit einer neuen Herausforderung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hältst du dich für schlau. Erfüllten dich diese früheren Siege vielleicht mit Hoffnung? Nun dann, reite doch auf dieser Welle der Eitelkeit bis ganz zurück zum Waisenhaus. Ich erwarte dich. Haus. So, da. Mal schauen. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Riddler-Rätsel machen, hat man die gerade am besten gefallen. Ich muss schnell alles kaputt machen, ne, Batman? Tut mir leid, Leute. War keine Absicht. Oh, mega leck. Okay, das ist wirklich. Also, ich habe so viel ausprobiert. Ja, ich bin Batman. Oh, sorry. Ich habe so viel ausprobiert, was hier die besten Einstellungen sind. Und es ist wirklich 2K mit Shadowplay aufzunehmen. Ist ein Traum. Diese Lags, die es manchmal klippt, diese Mikro-Ruckler oder sowas. Ich glaube, das liegt am Game. Das ist nicht mein PC und nicht. Hier seht ihr, wie das so lange läuft. Die Miliz hat die ganze Frontseite abgerissen. Und sobald Nvidia hier ein bisschen Nebel machen muss und sowas, geht es auch mal ganz runter hier in die Frames. Oh, Entschuldigung. Jetzt passiert aber mal. Herrscher der Straßen? Nee, gerade nicht. Voll geil. Hey Jungs, nicht wirklich, oder? Ja, Granate und. Ist die jetzt schon explodiert? Mann, diese Stadt ist ein Sauhaufen. Wir brauchen den Joker zurück. Der würde hier für Ordnung sorgen. Die werden einfach immer wiederkommen, diese Medien. Ich muss den Kommandanten finden und diesen Kontrollpunkt ausrufen. Will ich das überhaupt gerade? Die Uber Rail Station, okay. Ich muss die
Steuerung des Kommandanten finden und den Kontrollpunkt ausschalten. Nee, will ich nicht. Riddler wird es noch bereuen, sich mit Catwoman angelegt zu haben. Die ist rachsüchtiger als die Fledermaus. Ups. Okay, Jungs, 10 holen wir uns. Wollte gerade lahmlegen. Ah, Chip. Okay, gibt noch ein bisschen Action hier. Geht auf jeden Fall schon mal gut ab hier. Der Kleine ist angegriffen. Den fucking Batman, Mann. So wartest du. Wow, wo bin ich denn gerade hingeblieben? Nice Action, Mann, die Leute. Wow, 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 oh, oh shit. Ich verliere den Penner hier. So, einer noch. Hab ich gerade voll krass an die Seite geklatscht und den nächsten mit der Rakete abgeknallt. Läuft richtig gut, die Leute. Sorry. So, last but not least, wow. Was wird sich abhängen? Das Batmobil abhängt? Are you kidding me? Auf Wiedersehen! Einer braucht er noch, ne? Ah, shit, voll ins Haus geschossen. Na, jetzt aber. Wahnsinn, ey, das ist gut. Jetzt müssen wir rein, wo wir langfahren die ganze Zeit. Doch! Kann ich so ein einfaches Ziel verlieren, ey? Na, endlich, Mann, hier, endlich, ey. Was ist da los hier? Hier geht schon noch ein. Sorry, aber die haben genervt. Naja, ich muss mit Ivy zusammenarbeiten, Leute, das wisst ihr doch. Nun gut. Batman hat mal wieder die halbe Stadt verwüstet. Aber das Ganze in wunderbarer Grafik und 60 Frames. Leute, ich habe Spaß an dem Spiel. Ich kann es nicht verleugnen, aber wie gesagt, ich werde es nicht so oft spielen in nächster Zeit. Ich werde mich auf Arma konzentrieren. Und ihr werdet auch bald sehen, warum. Es wird bald einen neuen Mod geben auf meinem Kanal. Und den werde ich natürlich auch... Die Stadt. Das ist unheimlich. Oh. Als würden Roboter die Macht ergreifen. Die werde ich natürlich auch auf YouTube hochladen und ganz viel auf Twitch streamen. Wenn ihr Bock habt auf Livestreams, schaut auf Twitch vorbei. Ansonsten, ich bin Batman. Und danke fürs Reingucken. Wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, bitte.